Sie sind hier, 22. September 2018, 18.24 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Matthias Wachinger feierte den erstmaligen Einzug in ein ATP-Finale. Urheberrecht Getty Images. Matthias Wachinger gewinnt im Halbfinale des ATP-Turniers in Metz gegen den US Open-Halbfinalisten. Am Sonntag bestreitet er sein erstes Finale auf der ATP-Tour. Qualifikant Matthias Wachinger hat beim ATP-Turnier im französischen Metz den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Der 31-Jährige setzte sich nach einer Energieleistung im Halbfinale gegen den topgesetzten US Open-Halbfinalisten Kai Nishikori aus Japan mit 2:6, 6:4, 7:5 durch und zog damit erstmals in ein ATP-Endspiel ein. Wachinger verwandelte nach 2:10 seinen ersten Matchball zum Triumph. Sein Gegner im Finale am Sonntag, 15.45 Uhr, ist der Franzose Gilles Simon. Wachinger wehrt Break-Bälle ab. Wachinger, der seit 2005 Tennisprofi ist, hatte zuvor erst zweimal ein ATP-Halbfinale erreicht, in Bukarest 2012 und 2014 in Stockholm. Nishikori, der in New York erst am späteren Champion Novak Djokovic gescheitert war, hatte im dritten Satz die große Chance zur Vorentscheidung, konnte aber beim Stand von 3:3 und 40:0 Break-Bälle nicht nutzen. Wachinger kämpfte sich zurück und belohnte sich seinerseits mit dem entscheidenden Break zum 7:5 von Sportinformationsdienst.